Während in anderen Regionen noch tiefster Winter herrscht, ist bei uns im schönen Leine-Bergland der Wonnemonat Mai angebrochen. Und wie in jedem Jahr wird der Mai von uns Eingeborenen mit allerlei Festivitäten und Bräuchen begrüßt. Von alters her gehört dazu das Aufstellen des Maibaums, wie hier in Marienhagen. Das Aufstellen des Maibaums ist übrigens eine der letzten Tätigkeiten, für die es noch keine App im iPhone gibt. Hierfür braucht es ganze Kerle, die mit unbändiger Entschlossenheit den turmhohen Maibaum in seine Position wuchten und im Anschluss dann mit der ein oder anderen leckeren Maibowle ihre kollektive Erinnerung daran gleich wieder wegspülen. Und wenn die Erderwärmung zuverlässig funktioniert und uns wie hier in Alfeld sommerliche Temperaturen beschert, verlässt der Leine-Bergländer auch schon mal seine Winterhöhle und sammelt sich mit seinesgleichen auf den hiesigen Frühlingsmärkten. Hier braucht es dann ganze Kerle, die mit unbändiger Entschlossenheit das Original Alfelder Altbier in seine Position wuchten und im Verlaufe des Vormittags dann mit dem ein oder anderen leckeren Gläschen ihre kollektive Erinnerung daran gleich wieder wegspülen. Und schmeckt das Alfelder Bier? Servus! Prost! Doch bereits am Vorabend des 1. Mai ließen es sich viele Ureinwohner nicht nehmen, sich hemmungslos ihrer Vergnügungssucht hinzugeben. Das Team von Leine-Bergland TV hat sich in die Höhle des Löwen gewagt und einige schockierende Bilder von Menschen gedreht, die so ganz anders sind, wie wir Deutschen es kennen. Sie sind gut gelaunt. Trinkt man das Alfelder Bier? Natürlich in Alt-Eifel, wo denn sonst? Richtig. Es war nicht einfach für uns, in dieser uns so fremden Umgebung unter all diesen fröhlichen Gestalten ernsthafte Bilder zu drehen. Und so möchten wir sie einen Moment allein lassen mit unseren Eindrücken. Eindrücke, die uns fassungslos zurücklassen. Irgendwann am späten Abend zogen dann die Elterntiere wieder in ihre Schlafplätze zurück, während der lichtscheue Nachwuchs nun erst richtig in Fahrt kam. Es war für uns schwer zu glauben, dass man bei 120 Dezibel Dauerlärm, 42 Grad Celsius Innentemperatur und dauerhaft zuckenden, grellen Lichtblitzen noch miteinander kommunizieren kann. Aber die Jugendlichen haben offenbar eine Fähigkeit entwickelt, sich auch ohne Worte, Blicke oder Berührungen unter Zuhilfenahme ihrer Smartphones auszutauschen. Fazit: Wir Leine-Bergländerinnen und Leine-Bergländer können nicht nur feiern wie in Bayern, sondern wir können auch lustig sein und entspannt. Was ist nur aus unseren guten alten deutschen Tugenden geworden? Gleichmut, Nörgeligkeit und Miesmacherei. Wenn es so weitergeht, werden wir noch ein richtig liebenswertes Völkchen. Schreckliche Vorstellung.